Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Das Brille rutscht immer. Mit der süßen Aloy hier, guckt sie euch an. Ja. Nein, eine falsche Taste. So. So, wir haben in der letzten Folge hier Ersa, naja, gefunden. Ja, da haben wir lange gewartet dafür. Oh, wie sollen wir hier nach Hinweisen suchen? Da oben, das hatten wir. Ach nee. Das war diese detaillose Musicbox hier oben, die. Oh, rede mit Erend. Wo ist der Kerl jetzt? Oh, ich sollte mich noch umgucken. Was haben wir hier noch? Ja, kletter doch nicht überall rauf, ey, Leute. Ja, machen wir mal. Guck mal an. Nur Notizen über seine Basteleien. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der... Warte. Ich will nicht auch wieder das suchen müssen. Textdatenpunkte Quests. Mein treuer Kunde, Erhelon-Schmied. Ich hoffe, eure Pläne für eine Schmiede in Meridian gehen gut voran. Es ist uns eine Ehre, euch mit der erforderlichen Lohe zu versorgen. Ha, kann ich auch gebrauchen. Wir haben das Entgelt für die dritte Lieferung. Wo war ich? Erhalten. Und sie sind äußerst dankbar für die prompte Bezahlung. Leider haben wir unsere Jägerprobleme. Die Bestellung zu erfüllen. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung. Aber der Auftrag ist wirklich ungewöhnlich, umfangreich. Sobald wir die Lohe haben, werden wir sie wie abgesprochen an euer Lagerhaus abliefern. Mit größtem Respekt, Gerund, Jagdmeister, Hauptquell Maschinenfertigungen. Clan Partha. So. Das ist doch schon mal ein Wort, oder? Ja. Wir gießen uns ja erstmal fix was zu trinken hin. Ich habe mich dürstet es nämlich ein wenig. So, Flasche leer und ich habe gerade keine neue hier. Die neue steht 2 Meter neben mir im Flur. Könnte sie genauso gut in China stehen. So, hier. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Wir werden ihn niemals wiedersehen. Ins Grenzgebiet. Quest abgeschlossen. 5000 Kröten. Neue Quest. Ich hab's gehört. Die Sonne soll sinken. Ja, das ist jetzt die Fluch der Dunkelheit. Begib dich zum Sonnenpalast Meridian. Okay. Machen wir. Ich schätze, wir sollen jetzt hier. Jetzt gibt's gleich hier Action, oder? Alter. So. Könnt ihr nicht mehr Lagerfeuer haben? Das ist ja furchtbar mit euch. Der kotzt mich an. Der hat mir meine Erfahrung geklaut in der letzten Folge, der Drecksack. Ich wollte den Typen da umlegen, beziehungsweise Aloy. Ja, der hat ihn einfach hier. Also ich glaube, ich würde hier Amok laufen, wenn hier wir hier zum Beispiel eine Feuerklaue. Angenommen, wir haben eine Feuerklaue. Machen hier alles, um das Ding platt zu kriegen. Und dann kommt irgendeiner daher und holt sich den letzten Punkt da. Und wir kriegen die Erfahrung dafür nicht. Ich glaube, da würde ich hier im Dreieck hüpfen. Also was das angeht, haben die das wirklich doof gemacht. Also ich meine, wenn ich da wieder Gothic als Maßstab ansetze, da ist das dort natürlich besser. Wenn wir direkte Begleiteraufgaben haben, dann kriegen wir auch die Quests, die Erfahrungspunkte. Ich meine, Risen ja, die hat Risen-Teile und Elex ja auch. Also, da
Aber Juli, wir sind ja hier nicht im Hause von Piranha Bytes, wir sind ja hier im Hause von den Niederlanden. Ja, im Hause von den Niederlanden. Ja. So. Die Fremden hassen die Kaja, aber wir arbeiten. Ich hasse die Kaja auch. Und zwar so sehr, dass ich sogar vergesse zu speichern. Dinge zu erledigen. Ja. Wie gesagt, wir dürfen ja nicht so weit vorpreschen hier bei dem. Komm hier drauf. Auf unser Feuer, Schwester. Jo. Echte Wertarbeit. Unschlagbar. Na, wo ging's jetzt lang? Bis da raus. Ich weigere sie selbst. Ich lege keinen Wert auf deine verstaubten Waren. Wir haben ja alles, was wir brauchen. So mehr oder weniger. Ich habe versprochen, dass ich an einem sonnigen Tag um ihre Hand anhalte. Dann macht das. Ich hoffe. Was haben wir denn da vorne? Das sehe ich ja jetzt erst. Nö, 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 nö. Och nö. Och Mensch, ich will das nicht alles lesen. Ich lese das jetzt nicht. Wie viele Schatten Karja? Ich will vorwärts kommen. Vielleicht mache ich meine Lesestunde. Habe ich öfters schon gesagt, ich weiß. Mal gucken, wie weit wie wir am Ende der Folge hier dazu kommen. Da mal hier eine Lesestunde Runde zu machen. Mann, ihr hättet ja bestimmt hier oben mein auch. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Ja, komm hier. Wenn noch irgendetwas für ihre Trauerfeier. Ach. Schön, dass du da bist. Das ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht Derwal, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derwal mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst? Das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Sie dachte an euch. Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Aloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derwal und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Begibt sich zum Lagerhaus.
Ach komm, wir gehen lieber eine Feuerklaue umbringen. Ist gemein, ich weiß. Wo? Da unten. Was kommt hier? Wo sind wir denn hier? Warum soll Ada laufen, wenn sie fliegen kann? Das wäre das Highlight gewesen, wenn wir uns hier so in Grauhabicht oder sowas hätten hier übernehmen können. Ach nee, können wir das sogar? Wir können aber nicht reiten. Ich meine, wenn übernehmen, ja, aber dann mindestens reiten. Ja, dann geht mir auf die Eier mit eurer Jägerloge. Ja, wo jetzt? Da oben drin? Oder? Kommen wir jetzt da hoch? Ich würde mal sagen, über eine Treppe. Das ist richtig, ja. Hoppala! So. Wir könnten mal ein bisschen Zeug verkaufen, aber ich habe gerade keine Lust dazu. Halt die Schnauze. Vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Dies ist das Haus. Bist du da, Derval? Überraschungsbesuch! Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Eine echte Bombe. Gut gefertigt. Hey, soll ich da hingehen, oder was? Lohe, sie muss da oben irgendwo auslaufen. Okay. Ui. Das ist viel Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Ja, und wie stellst du dir das vor? Was sagt die Quest? Untersuche die Bombe, jawohl. Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los. Ich suche das Lagerhaus. Geht's hier noch weiter runter? Das ist bloß die Bombe. Oben vielleicht noch. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Ja. Ist ja richtig, aber... Untersuchen, also viel ist ja nicht mit untersuchen. Ich würde hier versuchen, die Tür aufzumachen oder so. Wie sieht's draußen eigentlich aus? Was ist hier? So eine versteckte Tür vielleicht? Dass es hier noch irgendeinen Keller gibt? Also von außen kommen wir hier schon mal schlecht ran, oder? Brettern vernagelt. Was ist das hier? Diesen Pfeil nehme und darauf schieße, dann ist hier Ballett. Ja. Hier bei einem Krempel vielleicht nicht irgendwas dabei ist. Gesicherten berührungsempfindlichen Detonator. Naja, das hat sie ja gesagt gehabt. Und mit dem noch irgendwas sagen? Also, geht das Ding gleich hoch? Wir können drin aber auch keine Waffe ziehen oder irgendwas, um hier auf irgendwas zu schießen.
Was ist das hier? Also ein paar mehr sachdienliche Hinweise wären schon nicht schlecht gewesen. Wenn diese Bombe hochgeht, wird diese Lohe einen Feuersturm entfachen. Ja, Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Ja, wie sollen wir denn loswerden? Warte mal, steht denn noch was? Jetzt ist Carter zu... Ich suche das Lagerhaus, ja, ihr seid witzig. Also entweder ist hier sowas Kleines. Also drüben gehört ja nicht dazu, oder? Nee. Nee, das ist ja bloß der Eingang. Das ist hier auch nichts. Wenn man irgendwie da raus könnte. Und draußen rauf. Und vielleicht hier irgendwo hochklettern. Wo man von draußen an rankommt. Heiß. Oh, mir läuft der Schweiß in Strömen. Wie gesagt, ich würde versuchen, hier rauszukommen aus dem Haus. Von außen. Das Einzige, was ich eben sehe, sind die Bomben. Irgendwie auf den Balkon kommen. Irgendwie. Um irgendwie. Hey. Um irgendwie ranklettern könnte. Warte, gerade eine Idee. Warte. Stolperfalle. Nee. Brauchen wir die Seilwerfer? Seilwerfer, ja. Die können wir aber hier drin auch nicht benutzen. Ja, bloß. Was sollen wir sonst hier machen? Wie gesagt, ich würde eher sagen, von außen hier irgendwie was. Müsste ich da hoch auf den Balkon? Komme ich da irgendwie hoch? Von der Hütte aus hier rüber? Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit interessieren? Nein. Lass mal durch hier. Von hier aus da irgendwo raus. Alter, mach doch mal Platz. Geschätzter Bruder. Und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Alle Menschen, dem sie folgen. Also, dass man dort irgendwie... Da ist hier direkt, haben die direkt eine Sperre davor gemacht hier. Wir müssten noch höher, aber noch höher geht nicht, oder? Wir müssen ja nochmal quaken hier. Ich nehme den ganzen Tag Trophäen an. Wie geht es dir? Ach, weißt du, ein neuer Tag und immer neue Scharen von Maschinen. Tauschen wir. Nee. Tja, herzlichen Glückwunsch, Talana. Ich muss jetzt gehen. Danke, Ayla. Ja, ist ja gut. Obwohl du Nora bist. Ja. Alter! Die Beute sei immer dein. Leck mir am Arsch, halt's Maul, Mann. So. Ja, wie kommen wir jetzt hier weiter? Was ist dort unten? Was ist das denn? Komm ich dorthin? Nee.
Aber wenn ich jetzt hier runterhüpfe, dann ist Aloy tot. Kann sie gar nicht. Ja. Ich würde am liebsten hier durchgehen, aber... Aber von hier aus vielleicht hier ist noch hier vielleicht eine Tür noch hier irgendwie. Ach, das ist doch scheiße. Ja. Ich mag Meridian, aber ich bevorzuge das Landleben. Zumindest bevor es mit den Maschinen. Also irgendwas muss ich doch schon wieder übersehen. Also wenn ich jetzt hier in der Folge wirklich nichts mehr finde. Jetzt mach doch mal Platz hier, Alter. Da muss ich hier wirklich nachgucken. Wer verkauft mir seine Dienste? Ich stelle keinerlei Fragen. Das Sonnenreich wurde hier gegründet. Im Schatten des Grauhabichts. Während. Ja. Das ist wie gesagt, wie komme ich hier? Fällt mir ein, ich müsste hier hoch. Irgendwas ganz Verstecktes. Irgendwo in der Ecke. Jetzt ist die Bombe. Weil nach realmenschlicher Logik gäbe es viele Möglichkeiten. Aber hier in dem ja, Spielelogik hier, was die sich hier ausgedacht haben. Keine Ahnung. Was ist... Ich würde sagen, hier mit dem Flaschenzug hier irgendwas. Sind wir hier? Was wir hier mit dem damit arbeiten. Mit den Dingern hier. Aber hier kriegt sie, kriegt ja überhaupt gar keinen Hinweis. Was ist hier drüben? Kannst du hier hinspringen? Nee. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt wirklich schon die letzte hier durchsucht, also... Also jetzt Spuren dort. Ich kann ja auch nicht versuchen, hier eine Wand einzuhauen oder sowas. Es ist nämlich so, ich mag Bomben nicht besonders und ganz besonders nicht in meiner Nähe. Wird es irgendeine Warnung geben, du weißt schon, bevor sie uns in Fetzen reißt? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Naja, das ist schon richtig, aber... Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Hilf mir, das muss raus. Okay, rohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich.
Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Geschafft. Derwals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Avad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Und wieder ist es dunkel. Ja. Aloy hat eine explosive Persönlichkeit. So. Umgucken willst du dich also. Da rein können wir hier nicht mehr. Stiefelspuren mit ein wenig Lohe darin. Die habe ich viel eher gesehen, als wie du die gesehen hast. Warum ist das Lagerhaus explodiert? Ach, da hat jemand so viel... Eine Eimerkette bilden. Oh, Feuerwehr. So spät. Hier unten. Aloy hat es genau mal krachen lassen. Lass uns reden. Nein, lebhaft diskutieren. Lass mich in Ruhe. Die heiße Mittagssonne wirft keine Schatten. Weise Worte. Vom Rand des Berges steigt Rauch auf. Werden wir angegriffen? Die Spur führt hinein. Noch eins von der Wals verstecken? Was? Vorratskiste. Ach so, nee. Jo, wie lange haben wir? Ach, okay. Warte. Wir raufen vielleicht irgendwann ein Buch ziehen hier irgendwo. Vielleicht ein Buch angezeigt oder? Ja, Spurenauswahl aufheben. Wird hinein die Spur. Was ist hier hinter der Hütte? Kommen wir dahinter? Ich glaube nicht. Nee, hier ist ja bloß der Aufgang. Niemals träumen lassen. Ja. Kommen wir hinter das? Wir kommen hier nicht dahinter, oder? Außer hier zur Vorratskiste, ja. Das sind wieder so eine kleinen Sachen, das ist manchmal furchtbar. Ich arbeite den ganzen Tag während dir. Ja. Was soll denn hier schon wieder sein? Also, so wird das nicht gestrickt sein hier. Das ist ja. Ist hier eine Treppe vielleicht?
Hier gibt es eine Treppe, aber da kommen wir nicht hin. Also es geht auf jeden Fall hier noch mal höher. Da ist hier eine Treppe, wir sehen sie doch. Aber... irgendwas hier, was man hier anklicken kann, hier an den Wänden oder so. Vielleicht ein versteckter Schalter. Ich hätte ja gedacht, hier ein Bücherregal hier irgendwas. So ein Buch rausziehen und so. Typisch halt, wie man es kennt. Aber ich sehe gerade nichts dergleichen. Ach, hier gibt es einen Keller. So. Aber es tut mir leid, wir müssen hier nochmal hier Pause machen. Jo, das war's für heute. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Jo, ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Dann ja, Daumen nach oben. Dankeschön. Und ciao.